experimentiere mit Zucker. Und zwar hat das ganz oder relativ klein angefangen. Ich habe erstmal Zucker karamellisiert, dann verschiedene Materialien hinzugefügt und in Form gegossen. Und nach und nach ist es auch immer größer geworden. Dann habe ich die Objekte, also noch andere Sachen hinzugefügt, Gewürze und Fett. Im Kontext zu dieser Ausstellung ist es halt so, dass ich versuche, zwei Räume miteinander zu vereinen. Das heißt, den Raum der Straße und den Raum des Ateliers hier. Ich habe eigentlich nur gearbeitet wie immer und das jetzt letztendlich ausgestellt. Für mich ist Kunst ein bisschen was vom Essentiellen, ein bisschen was vom Notwendigen, also ein bisschen was vom Luxus und ein bisschen was vom geilen Scheiß. Und ich glaube, daran halte ich immer noch fest. Ich male und zeichne immer schon seit 3 Jahren ungefähr beidhändig. Und das ist ein bisschen, um die Kontrolle auszutricksen, weil ich ja nur auf die linke Hand schaue und die rechte Hand läuft unbeobachtet mit. Und so habe ich auf beiden Bildern nicht die Kontrolle und das reizt mich unheimlich. Ich habe mir das gut überlegt und werde dann jetzt an der Universität sowie an der Hochschule dann einen Studierendenpreis ausloben, der im Hinblick auf die Zukunft sich ausrichtet, wo auch die Wirtschaft und die Wissenschaft sicherlich dran partizipieren kann. Und das ist ein neues Gebiet und ich freue mich auch darauf, weil es ist wichtig für unsere Zukunft etwas zu tun und das fängt in jungen Jahren an und wir haben gute junge Leute und die sollen einmal große Forscher werden.